So, liebe Leute, ich möchte euch auf diesem Wege hier ganz exklusiv mitteilen, dass ich nächstes Jahr in drei große Reality-Formate gehen werde. Nämlich ins Dschungelcamp, zu Promi Big Brother und ins Sommerhaus der Stars. Die Zeit der Zurückhaltung ist jetzt zu Ende und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Was? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Johannes, der hinter der Kamera steht, ist ganz, ganz geschockt, ne? Auf jeden Fall. Natürlich Spaß, natürlich Spaß. Ich gehe in kein Reality-Format, aber ich gehe jetzt mit euch zusammen auf diesen Friedhof hier. Das ist der Melaten-Friedhof und das ist der berühmteste und eigentlich auch spektakulärste Friedhof von Köln. Bitte. Das ist hier schon ein sehr besonderer Ort. In den Jahrhunderten vor uns war hier die Hinrichtungsstätte der Stadt Köln. Das heißt, hier sind zahllose Menschen umgebracht worden und ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele Frauen verbrannt worden als Hexen. Und neben dieser Hinrichtungsstätte gab es eine aussätzige Station. Dort wurden dann die Menschen, die schwer krank waren, zum Beispiel Lepra hatten, isoliert. Und daneben wiederum war eine Kneipe, sodass man nach einer Hinrichtung sich einen gesoffen hat in dieser Kneipe. Heute ist dieser Ort hier ein wunderbarer und sehr gut gepflegter Friedhof, eben Melaten, den ich sehr mag. Und ich bin hier oft unterwegs, weil es so eine Ruheoase inmitten der Millionenstadt Köln ist. Und es gibt immer irgendetwas zu entdecken. Übrigens liegen hier auch sehr viele prominente Menschen. Hier zum Beispiel Guido Westerwelle. Ja, und das hier ist für mich auch schon ein besonderer Ort. Auf dieser rosa Bank sitze ich öfter, wenn ich hier auf dem Friedhof bin, denn das ist das Grab von Dirk Bach. Gestorben am 1.10.2012, jetzt also gerade 8 Jahre her. Und hier unten steht eine Inschrift und wer tot ist, wird ein Stern. Diese rosafarbene Bank übrigens hat Hella von Sinnen gespendet und hier oben steht drauf: Audienz beim Mäusekönig. Viele haben Dirk den Mäusekönig genannt. Ja, und das, was ihr hier seht, ist eigentlich das Markenzeichen dieses Friedhofs. Das ist der Sensemann, der Todesengel. Die Sense ist im Moment nicht da, die wird restauriert, aber das ist so das einprägsamste Denkmal, was es auf diesem Friedhof gibt. Und alle Führungen des Friedhofs machen natürlich hier Halt und gucken sich das an. So Leute, ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gegruselt. Und wenn doch, Freitag gibt es wieder eine Sendung, dann könnten wir rein theoretisch auch darüber sprechen. Also Freitag, 9. Oktober, 23.30 Uhr, wieder WDR Fernsehen, wieder Telefontalk. Und ihr könnt euch jetzt natürlich sehr gerne schon anmelden, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Ich freue mich auf euch, bis Freitag.